Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Hinz und Künstler. Es gibt da diesen berühmten Satz, den kennen Sie alle, von Hermann Hesse. Und der heißt, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Man könnte deshalb jetzt sehr literarisch in diese kleine Geburtstagsrede herangehen und ich könnte versuchen, Ihnen mal den Zauber des 6. November 1993 zu beschreiben. Als eine kleine Gruppe von Journalisten gemeinsam mit Obdachlosen aus der Selbsthilfegruppe Oase auf dem Gerhard-Hauptmann-Platz in Hamburg stand und die erste Ausgabe von Hinz und Kunst verkaufte. Ich könnte Ihnen beschreiben, wie aufgeregt die Kollegen damals waren, weil sie schlichtweg begeistert waren von der Idee des damaligen Diakoniechefs, ein Magazin geschrieben von Journalisten und verkauft von Wohnungslosen, von Obdachlosen. Ich könnte Ihnen aber auch beschreiben, wie verstörend es damals war für die Kollegen der ersten Stunde nach diesem Tag auf dem Gerhard-Hauptmann-Platz, diesem gemeinsamen Tag, wieder in die warmen Wohnungen zu gehen, während die neuen Kollegen, die obdachlosen Verkäufer, ihren Schlafplatz auf der Straße suchen mussten. Der Zauber des gegenseitigen Erkennens hatte stattgefunden. Aus zwei Welten wurde eine. So könnte man es vielleicht ausdrücken, literarisch mit Hermann Hesse. Aber dieser Zauber, meine Damen und Herren, der den Beginn eines Projektes begleitete, der es in jeder Hinsicht zum Vorbild taugt, ist mit traurigen Zahlen hinterlegt. Die Sozialbehörde ging 1993, also im Geburtsjahr von Hinz und Kunst, von 600 Obdachlosen aus in Hamburg. Eine erste Zählung drei Jahre später ergab 1109 Obdachlose. Aktuelle Zahlen gibt es nicht, aber Experten schätzen, dass mindestens 1000 Menschen ohne Wohnung, 1000 Obdachlose mitten unter uns wohnen in dieser doch so reichen Stadt. Die Dunkelziffer ist groß. 1000 mindestens. Diese Zahl muss man sich immer wieder vor Augen führen, gerade weil es eine reiche Stadt ist, gerade weil wir jeden Tag an ihnen vorübergehen. Sie sind in der Mönckebergstraße, sie schlafen am Neuen Wall und wenn sie sich am Hauptbahnhof einmal kurz hinsetzen, werden sie gerne auch verscheucht. Alles Menschen, vor denen ich großen Respekt gelernt habe. Einige davon sind heute hier, sie haben Spinne kennengelernt und Siggi, das waren die beiden Herren, die ihnen den Stempel gegeben haben, vorne am Eingang. Siggi ist im Vertrieb und Spinne macht den Kaffeetresen bei Hinz und Kunst. Aber einer fehlt mir, meine Damen und Herren, und zwar der allererste, der mich Respekt gelehrt hat vor dem Leben auf der Straße und den Menschen dort. Ich war 19 Jahre alt und lebte in Paderborn. Hinz und Kunst war hier also gerade zwei geworden und ich absolvierte ein Praktikum bei der dortigen Lokalzeitung. Ich sollte die Kirmes besuchen, es war mein zweiter Praktikumstag, sollte lustige Fotos machen und Sprüche mitbringen von Lebkuchenherzen, schöne fröhliche Geschichten. Doch dann fiel mir Hans ins Auge. Ein Werber, der mit seinem Hund Fräulein auf einer Decke saß, direkt neben dem Laden, wo es die Lebkuchenherzen gab. Er saß dort und bettelte. Ich setzte mich damals zu ihm und brauchte ziemlich lange, bis er sich mir öffnete und mir erzählte von seinem ehemals bürgerlichen Leben, davon, wie er seinen Job verlor, deshalb anfing zu trinken und dann einsam war, weil seine Familie ihn verließ. Hans erzählte mir auch, er sei jetzt eigentlich glücklich auf dieser Straße. Die Freiheit würde ihn glücklich machen, auch wenn das Betteln manchmal hart sei. Zu Kirmeszeiten würden die Leute aber mehr geben. Ich durfte seine Geschichte aufschreiben, die Zeitung veröffentlichte sie, aber Hans geht mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf. Immer wenn ich durch Hamburg Straßen gehe und die Räume von Hinz und Kunst betrete, suche ich ihn in der Hoffnung, dass ihn sein Berberleben vielleicht in den Norden von Deutschland geführt hat. Aber Hans ist jetzt nicht mehr der Einzige, an den ich denke, wenn es draußen kalt wird und dunkel, so wie jetzt, wenn der Winter hereinbricht. Ich denke an Alex, die jetzt auf der Reeperbahn Platte macht und nicht wegkommt von ihrer Sucht, die mir erzählt hat von der Gewalt, die ihr auf der Straße begegnet ist, als sie allein war, nachts, und die mir erzählt hat von ihrer Vergewaltigung. Ich denke an Ricky und an Rambo, die mir unter der Kerstin-Mieles-Brücke erklärten, man dürfe den Schlafsack nicht mit dem Reißverschluss schließen, wenn man drin liegt, wenn man da nicht schnell genug wieder herauskommt, wenn obdachlosen Hasser, wie sie sie nannten, vorbeikommen, um den Schlafsack anzuzünden. Das passiert in Hamburg, meine Damen und Herren.
Und ich denke an Banane und Opa aus Osteuropa, die daneben saßen unter dieser Brücke, als Ricky und Rambo mir das erzählten, die still nickten und die ich am nächsten Tag wieder traf in der Verkaufsstelle von Hinz und Kunst. Hinz und Kunst, meine Damen und Herren, ist nicht einfach nur ein sehr gut gemachtes, professionelles, immer interessantes Blatt. Hinz und Kunst ist Familie, ein Anker, der Gemeinschaft verspricht und der dieses Versprechen auch hält. Ein Grund aufzustehen, auch wenn die Nacht unter der Kerstin-Mieles-Brücke hart war, wenn die Glieder so schmerzen, dass man am liebsten liegen bleiben möchte. Wir haben vorhin eine Zahl gehört, 5770. 5770 Verkaufsausweise hat das Hinz und Kunst Vertriebsteam bis Mitte Oktober 2013 ausgestellt. Das sind 5770 Menschen, die bei Hinz und Kunst eine Familie gefunden haben, die Freunde gefunden haben, die Würde hatten und ein Zubrot durch Hinz und Kunst. 462 Hinz und Künstler waren in diesem Monat als Verkäufer aktiv. Und für sie gibt es in Hamburg derzeit 468 Verkaufsplätze, um nochmal auf Zahlen zurückzukommen, auf die nackten Zahlen, die für sich sprechen. Aber diese kleine Geburtstagsrede soll nicht mit Zahlen enden, sondern mit einem ganz großen Dankeschön, und zwar an all die, die in der Redaktion und im Vertrieb seit 20 Jahren dafür sorgen, dass es in Hamburg Herzenswärme gibt. Und diese kleine Rede endet mit einem kleinen Appell an Sie alle: Kaufen Sie unbedingt das Jubiläumsheft. Dankeschön. Applaus